ihr Weihnachtsmuffel seid oder noch nicht in Stimmung, dann werden wir jetzt alles versuchen, euch in weihnachtliche Stimmung zu versetzen. Ich habe nur aus diesem Zweck extra hier meinen kleinen Assistenten positioniert, Herrn Weihnachtsmann, und habe mich in das weihnachtlichste Outfit geworfen, das ich finden konnte. Hier meinen tollen Pyjama, der förmlich nach ich sitze unterm Weihnachtsbaum und packe die ersten Geschenke ausschreit. Ja, fangen wir an mit den Sachen, die ich für euch nachgekauft habe. Zum einen sind das die wunderschönen Geschenkboxen. In jeder Box ist ein Armband. Kennt ihr aus der letzten Sendung und die habe ich nochmal für euch mitgebracht. Eine dieser Boxen werde ich am Ende des Videos verlosen, also bleibt dran und passt auf, damit ihr eine abstaubt. Dann habe ich nochmal mitgebracht die Kette mit dem Schleifenanhänger. Ich habe für euch noch einmal mitgebracht das sehr beliebte Schmuckset in rund, also in dieser runden Form. Dann habe ich, weil viele so darüber entsetzt und traurig gewesen sind, noch, dass sie keine mehr bekommen haben und dass die ratzefatz ausverkauft gewesen sind, die Schwalbenohrringe habe ich also noch einmal für euch mitgebracht. Die wundersüßen Sternchenohrringe in vielen, vielen verschiedenen Farben gibt es ebenfalls wieder. Einmal in Multicolor und Braun. Die sind so süß. Die gibt es jetzt ebenfalls wieder. Eine Kette, die absolut weihnachtlich ist und deswegen musste ich sie noch einmal für euch besorgen, ist diese mit den großen Kugeln aus Holz und Strassbesatz. Die musste einfach nochmal her, weil die einfach total super weihnachtlich ist, finde ich. Sonst noch irgendwas nachgekauft? Also es gibt eine kleine Neuerung bezüglich der Angebotsextensions. Der Händler, bei dem ich die sonst gekauft habe, hat totale Lieferschwierigkeiten. Deswegen habe ich mir jetzt einen neuen Händler gesucht. Deswegen sehen die Angebotsextensions jetzt anders aus. Und es gibt sie auch nicht mehr in den herkömmlichen Farben und auch nicht mehr in der herkömmlichen Variante. Es gibt sie jetzt zwar noch in glatt, aber es gibt sie jetzt auch in gewellt. Die Farben, wie gesagt, sind komplett anders. Es gibt kein Schwarz, es gibt kein Hellbraun und es gibt kein Hellblond mehr. Dafür andere wunderbare Farben. Zum Beispiel dieses wunderschöne Mittelbraun in so einer leicht gewellten Form. Vielleicht kann man das sehen, also die Haare sind nicht einfarbig, sondern leicht, ja, sehr natürlich, weil das nicht einfarbig ist, sondern das sind auch zum Beispiel hellere oder dunkle Haare beigemischt. Ein wirklich wunderschöner Farbton ist dieses Blond. Es ist kein Hellblond mehr, so ein Mittelblond. Und wie auch bei der braunen Variante seht ihr, sind da hellere und dunklere Haare beigemischt, dass es also sehr natürlich ist. Der Fall der Haare auch sehr natürlich und nicht sehr, also nicht glatt, obwohl es die auch in glatt gibt. Es gibt auch noch andere Farben, aber ich werde jetzt nicht jede einzelne hier vorstellen. Schaut einfach mal in den Shop, ob da was für euch bei ist. Ja, dann geht es auch schon los mit den neuen Sachen. Ich habe zum Beispiel einen Ring für euch. Es ist diesmal kein Tiermuster oder ein Tiermotiv, sondern ein absolut klassischer Ring. Silber mit Strass. Silber mit Strass. In der Mitte ist ein großer weißer Strassstein und ringsherum kleinere Strasssteinchen, wie man das sieht. Wunderschön. Er sieht absolut echt aus, wenn ihr mich fragt. Die Größen gehen von 16 bis Größe 20. Dann diese wunderschönen Ohrringe, die ich hier trage, die aussehen wie eine Schneeflocke. Was man jetzt gar nicht sehen kann aus der Entfernung, ist, dass die auch mit Strass besetzt sind. Ich zeige die mal so.
So, das sind die Ohrringe in Groß- und Nahaufnahme. Wie ihr sehen könnt, sind die komplett aus Strass und wirklich wunderschöne Schneeflocken. Passt zu den total süßen Ohrringen gibt es auch noch eine Brosche. Die sieht so aus. Ich zeige sie aber auch nochmal nach. Das ist die passende Brosche zu den Ohrringen, auch mit Strass besetzt. Und die könnt ihr euch zum Beispiel an euren Mantel machen, eure Winterjacke oder wie ich es machen werde, ich werde sie mir an meine Wollmütze dran machen. Gut, kommen wir zum Highlight. Highlight dieser Woche, und da werdet ihr mir hoffentlich auch alle zustimmen, sind Armbänder, wieder ausgefallene, absolute Hingucker-Armbänder. Die werdet ihr so wahrscheinlich nicht woanders finden. Dieses super obergeile Armband, das einmal komplett ringsherum mit Strass besetzt ist, bunt, wie man sehen kann, leuchtend schöner Strass, funktioniert mit so einem Schnappmechanismus. Am Arm getragen sieht es so aus. Absoluter Knaller. Absolut auch perfekt, gerade für die Weihnachtszeit. Dieses gibt es einmal. Wer es nicht ganz so opulent mag, für den habe ich eine etwas vornehmere, schlichtere Variante mitgebracht. Dieses hier. Das ist zwar auch bunt und es ist auch mit Strass, aber es ist nicht ganz so bam. Ihr wisst schon, was ich meine. Das sieht so aus. Und dann, passend zu den Chamäleon-Ringen, die ich mal hatte, gibt es jetzt das Armband, Chamäleon-Armbänder. Ebenfalls mit Schnappmechanismus. Einmal mit blauen Chamäleon. Absoluter Knaller. Dann gibt es das Chamäleon noch in Silbergrau. So. Sieht das aus? Ja, das waren die neuesten Neuigkeiten. Kommen wir jetzt zur Boxverlosung. Alles, was ihr jetzt dafür tun müsst, um diese Box zu gewinnen in lila mit Armband. Ihr müsst jetzt schnell sein. Der Erste, der mir eine persönliche Nachricht schreibt, dass er diese Box will, wird sie bekommen. Also, jetzt aber schnell, Leute. Okay, das war's von mir an dieser Stelle für diesen Sonntag. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen ersten Advent und bis zum nächsten Mal.